Abaddon Magrad Galloway. Der hier sieht aus wie ein Schmied. Mhm. Bera. Was ist mit Eotas? Tatsächlich, ich wollte zu Eotas beten. Aber nein, Eotas bleibt mir wohl verwehrt. Hylea sagt mir jetzt gerade nichts. Ich könnte zu Berat reden. Mit Berat verstehe ich mich ja einigermaßen, aber... Ja. Ich glaube, ich versuche es mal mit den drei. Das passt ein bisschen zu Hagrim. Also, Galloway der Jäger. Hagrim ist Weitläufer. Abaddon sieht aus wie ein Schmied. Mal ganz kurz gucken, haben wir irgendein Handbuch über Abaddon? Indianische Bräuche, Dialekte. Buch der Jagd, zerbrochener Stein. Der rätselhafte Gott der Kälte, junge Schüler. Berat überwacht den Kreislauf aus Leben und Tod. Rümgard überwacht den kalten, zerstörerischen Akt des Todes selber. Also ist Berat der Herrscher über die Toten sozusagen und Rümgard der Herrscher über den Tod. Also nein, Rümgard ist nicht so das Richtige. Die Dutzenden Schmelztiegelritter, die Reißzähne, die vier Gesichter Berats, Edrag Hadred, ihr Glattfahrt, Gebete, Erinnerung an der Hebabe, Gästebuch des Clubs, Jonas Tagebuch, Leben und Wirken des Pantgram. Wie hieß der Gott? Abaddon. Ah. Abaddon. Berat, Leben, Pangam, was ist das Todesfall? Psalma Vodisha, Okkulte Hand, Bibel, Buch der Verse und das war's auch schon. Ich würde mal sagen, ich versuche es aber wirklich mit der Gruppe hier. Oh, keiner hat ein Abenteuer abgeschlossen. Vor diesem Schrein sitzt das Sternbild eines Hundes, der seine Zähne fletscht. Okay, ich kann hier zu Galloway beten. Dieser Schrein steht vor einem hellen Sternbild, dessen einzelne Sterne die ovale Form eines Eis bilden. Zwei Flügel ragen aus den Seiten des Eis heraus. Ach so, ein Ei. Okay. Den glitzernden Stern der Sternbilder der Nähe siehst du die düstere Form eines Totenkopfs. Sein Kiefer sitzt weiß aufgerissen, als wären sie in einem stummen Schrei festgefroren. Achso, das soll ein Totenkopf sein. Und hier kann ich wohl zu Ramgrad oder Ondra beten. In dem Sternbild erkennst du die Gestalt selbst am gehörten Tiers. Gelegentlich glaubst du zu spüren, dass der Schrein selbst eine leichte Kälte ausstrahlt. Okay, Kada ist fertig, das ist gut. Enzyklopädie. Bestiarium. Gottheiten. Gucken wir doch mal kurz. In der Enzyklopädie nach Hylea und Abaddon. Abaddon. Gott der Golems, der Maschine, des Fleisches, der Stärke und des Bestrebens. Vor allem in der Arbeiterklasse verehrt. Der Golem soll es also in der Lage gewesen sein, eine menschenähnliche Gestalt anzunehmen. Okay. Eotas ist leider nicht dabei. Galloway, der Gott der Jagd, der Wildnis der Raubtiere. Okay, und Rümgard, Gott der Entropie, der Kälte, des Winters, des Pech und der Hungersnot. Ach nee, ich wollte nach Hylea. Göttin des Himmels, der Mutterschaft, der Kreativität, des Gesangs, des Erfindungsreichtums. Das klingt eigentlich auch gar nicht mal so schlecht. Ene, mene, mane, mu und Haus bist du. Also, Galloway, kannst du mir helfen? Zu Galloway beten. Du kniest dich vor den Schrein nieder und bereitest dich darauf vor, die ritualen Worte zu sprechen.
Alle Dinge können wieder zusammengefügt werden, dem Tod wohnt Leben inne, dem Leben Tod. Das sind alles die Verse der verschiedenen. Mist. Jetzt muss ich mir doch mal das Versbuch ansehen und hoffen, dass dort die Sachen drin stehen richtig. Eotasiadische Gebete, Erinnerung einer Hebamme. Psalm von wo ich schreibe, der Vulkanans, Gälische Bibel. Buch der Verse. Ja, der helle Stern sprach und ihre Stimme. O Wanderer, höre mich an, sprach sie, wir kennen deine. Dann sprach Sagrim. Nein, das hilft mir alles nicht weiter. Ich muss hier jetzt den richtigen Vers wählen, der zu Galloway passt. Ich singe von der Trauer des Ozeans, um meine eigene zu vergessen. Alles Leben endet in Stille. Morgen erstickt beim Meister seine eigene Peitsche. Das ist Dings, der Gott da oben, das Gain. Alle Dinge können wieder zusammengefügt werden. Das ist Poetica. Alles Leben endet in Stille. Ich singe vor der Trauer, der Kampf. Deine Worte scheinen zu verhallen, sobald sie gesprochen sind, als wären sie in deine riesigen Leere geschickt worden. Es wird hören und still und leise und beim Begut der Boden unter deinen Füßen zu beben. Oh. Was seid ihr? Stelgier? Das war also schon mal die falsche. Der falsche Vers. Oh, das ist ein Wolf und das ist ein Hirschmensch. Oh. Palegina sieht nicht gut aus. Was hat sie da? Ach, wiederbelebende Ermunterung. Alof. Nehmen wir mal Kugelhagel. Und das war Palegida, die ist umgefallen. Okay. Das war nicht so gut. Kann irgendwer... Nein, kann niemand. Achso, das wird auch mittlerweile angezeigt. Ob diese Effekte noch funktionieren. Okay, versuchen wir es nochmal mit Galloway. Oh, und ich merke gerade, dass hier ist diese. Als vor dir schrecklich spürst du, wie du nach vorne gedrückt wirst. Du fängst dich mit den Händen auf und Knien ab. Du spürst warm feuchten Boden unter dir. Du blickst dich um und stellst fest, dass du auf einer Waldlichtung kniest. Der Geruch von Erde hängt in der Luft. Hinter mir befindet sich ein dunkler Raum mit von Kerzen leuchtenden Schreinen. Vor dir hörst du ein Heulen wohl von einer Art Hund. Du bist dir sicher, dass dies eine Vision ist, aber die Haare in deinem Nacken stellen sich dennoch. Zurückheulen? Ich komme um Galloway, um seine Gunst zu bitten. Zurückheulen. Das Tier antwortet mit einem Winseln, seine Stimme hoch und klar. Im dichten Unterholz bewegt sich etwas. Schwere Pfoten sind auf dem nassen Gras zu hören. Du bist nicht sicher, ob die Kreatur dich jagt oder nicht, aber instinktiv verfolgst du sie. Also durch die taubnetzten Büsche und die das dortige Gestrüpp stolperst, fühlt sich jeder Schritt länger an als der vorherige. Du atmest die frische, klare Luft mit tiefen Atemzügen ein und spürst neue Energie. Der Rhythmus deiner Schritte und das Klopfen der Pfoten des Tiers lassen das Blut in deinen Ohren pulsieren. Du fallst voraus dem Geheul des Hundes hinterher, als plötzlich vor dir eine Kiefer zu Boden kracht. Ein gewaltiger Speer springt in die Lücke und brüllt. Er erblickt dich, du machst kehrt und eilst in die entgegengesetzte Richtung davon, über den gefallenen Baum springt. Kiefernzapfen knacken unter deinen Füßen, der Bär tapst dir hinterher.
Du spürst seinen heißen Atem im Nacken. Deine Nase füllt sich mit dem Gestank von Blut und Gemetzel. Du siehst eine Lichtung hinter ihm dich und sprintest darauf zu. Als du durch das Laufwerk sprichst, siehst du eine gewaltige Löwin auf der Lichtung vor dir liegen. Mit einem letzten Schub Energie wechselst du die Richtung und stürzt dich in die Büsche. Du rechnest damit, dass der Bär jede Sekunde über dich herfällt, da hörst du ein wütendes Brüllen auf der anderen Seite der Lichtung. Der Bär ist am Rand der Richtung stehen geblieben, er schlägt in die Luft mit Klauen, die groß genug sind, um deine Rüstung zu zerreißen. Aber er geht nicht weiter. Die Löwin ihrerseits setzt zum Sprung an. Sie knurrt, die Ohren an den Kopf angelegt, aber sie macht keine Anstalten, den Eindringling anzugreifen. Palegina stupst sie mit dem Ellbogen an. Worauf wartest du? Wenn du die Beute bist, nutze jede Fluggelegenheit, die sich dir bietet. Du drängst dich weiter zurück in die Blätter und beobachtest die zwei mächtigen Raubtiere. Als du rückwärts kriechst, berührst du mit der Hand etwas Pelziges. Ein warmes Seufzen enttönt. Du hältst regungslos inne und drehst langsam den Kopf, um zu sehen, was hinter dir wartet. Zwei bernsteinfarbene Augen beleuchten die Dunkelheit. Wenn ich hier sterbe, dann zumindest mit meinen Freunden und Durenz. Yeah. Sie begegnen deinen Blick nur kurz nur und wenden sich dann dem Pad auf der Lichtung zu. Der Hund hinter dir beginnt zu glänzen mit Glitzern, mit blitzenden Reißzähnen. Ach, zu gähnen. Als du dich wieder umdrehst, sind der Löwe und der Bär verschwunden. An ihrer Stelle befindet sich der steinerne Rachen eines Wolfes, weit genug aufgerissen, um dich in einem Stück zu verschlingen. Dahinter siehst du den Umriss eines Tempels über dir thronend, aber nur unklar zu erkennen. Blut muss den Rachen nähern, Wächter. Sorge dafür, dass ein wahrer Meister herrscht. Zurück nach Ter Erwron gehen. Okay. Die alte Königin, der neue König. Zwei mächtige Jäger, ein Löwe und ein Bär, belauern sich in einem Pad. Sie stehen sich gegenüber, kämpfen aber nicht. Es ist an mir, diesen Konflikt irgendwie zu beenden. Gellerin hat mir eine Vision eines Kampfes zwischen einem Löwen und einem Bären gezeigt, doch es herrscht Stillstand. Die Löwin lauert, der Bär umkreist sie. Er hat außerdem eine Höhle offenbart, die aussieht wie der Rachen. In einem Gebiet, das wohl der Tempelbezirk ist. Dort erfahre ich vermutlich mehr. Okay. Ich komme, um Galloways Gunst zu erbitten. Zurück nach Ter Erwron gehen. Ich kann das auch mit den anderen drei noch versuchen, oder? Ich werde mal alle Quests annehmen. Zu Hela beten. Lebe jede Note des Lebensliedes. Das Überleben beginnt mit Stärke von innen. Das war schon wieder falsch, oder? Ja. Windfäule. Oh. Größere Windfäule. Und ich lasse auch noch einfach mal wild ballern. Wow, das haut sogar richtig gut rein. Okay. Gut, so viel dazu. Zu Hela beten. Du schließt die Augen, um zu beten. Während du in der Dunkelheit wartest, verändert sich die Welt um dich herum. Du spürst das Sonnenlicht hell und warm auf deinem Gesicht. Eine leichte Brise trägt Musik in deine Ohren. So lebendig sie sich diese Empfindung auch anfühlen, weißt du doch, dass sie nicht wirklich sind. Du blickst dich um und siehst, dass du in einem Freilufttempel auf einem Berggipfel stehst. Er ist voller Elfen, Orleane und anderer Gestandener. Umgeben wird die ganze Szenerie von einem Rand von Bäumen, deren grüne Äste voller Vögel in allen Farben und Formen und Größen sind. Palegina nimmt alles mit zusammengekniffenen Augen und einem schiefen Lächeln auf. Und hier soll ich mich zu Hause fühlen, wirklich? Jetzt ist vollkommen etwas vertieft. Ein Orleaner sitzt vor einer Leinwand, einen Pinsel in der Hand und Gläser mit grünen, blauen und gelben Pigmenten vor sich. Eine Elfe und ein Amauer stehen ins Gespräch vertieft am Rand des Tempels, ihr Ausdruck voller Entzücken. Andere kritzeln Verse auf einfache Skizzen auf Blätter und verlieren sich in den Dialekten Details von Strichen und Silben. Du spürst wieder die Brise zwei Elfen, die sich sonnen, zittern leicht.